Grimnerinnen und Grimnern. Am 6. Juni entscheiden Sie darüber, wer die nächsten 7 Jahre bei uns in der Stadt im Rathaus für Sie arbeiten darf, für der Stadt dienen darf. Bitte nehmen Sie Ihr Recht wahr, darüber mitzubestimmen, denn nur wer diese Entscheidung dann eben auch mitträgt, darf hinterher auch schimpfen über die, wenn was nicht geklappt hat. Also gehen Sie zur Wahl. Danke. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Grimmen, liebe Bewohner der Ortsteile um Grimmen, ich möchte Sie bitten, am 6.6.2021 wählen zu gehen. Sollten Sie aufgrund der Pandemie oder der Corona-Maßnahmen nicht wählen können, nutzen Sie die Briefwahl und nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Stimme abzugeben. Denn es soll heißen, Grimmen hat gewählt. Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, ich würde mich freuen, liebe Grimmer, dass Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dass Sie tatsächlich ins Wahllokal gehen oder auch von der Briefwahl Gebrauch machen und entscheiden. Sie haben 10 Kandidaten zur Auswahl. Alle sind sicherlich interessant. Jeder hat so seine Eigenheiten, gar keine Frage. Ich genauso wie alle anderen. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und tatsächlich am 6.6. in das Wahllokal gehen. Wir haben ein paar weniger Wahllokale dieses Jahr, das ist ein kleines Problem, aber sie steht Ihnen ja dort auch immer noch die Möglichkeit zur Verfügung, dass Sie im Prinzip Briefwahl machen. Und es würde mich freuen, wenn Sie mir eine Chance geben. Liebe Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt Grimmen, liebe Wählerinnen und Wähler, ich lade Sie ganz herzlich zur Wahl ein am 6.6. in Ihrem Wahllokal und ich lade Sie ganz herzlich ein, mit mir zusammen ein Stück Stadtgeschichte zu schreiben. Bleiben Sie gesund und bis dahin, Ihre Anja Ganser. Zur Wahl sagen, denn diese Wahl ist wichtig für unsere Stadt. Und ich kann jedem nur sagen, Sie haben das Grundrecht dazu. Machen Sie das. In diesem Sinne vielen Dank und liebe Grüße, Ihr Marco.